Ja, ich muss gerade überlegen, was mein Plan ist. Ist nicht so genial. Ich muss das Ding Auswahl. hauen. Ich komme nicht drum herum. Könntest du es versuchen, auch irgendwie mit einem Ausfall in den Raum zu drängen? Geh Ja, doch einfach einen mit. Schritt zurück. Ja, aber dann kann ich selber auch nicht mehr angreifen. Ja, aber er hat dann, du kannst jetzt auch Erschwernisse. Ich kann schon seit mehreren Runden nicht angreifen, weil ich nicht an ihn rankomme. Es kommt noch dazu. Geh doch so weit zurück, vor allem dass Zulewin von der Seite noch dran kam aus dem Gang und dann hat er ihn doch. Taktisch. Ist doch eine super einfache Sache. Ich verstehe nicht, Okay, warum du das nicht reizt. Freund, ich konnte mich bisher noch nicht bewegen. Entspannen Sie sich. Du So. hast freie Aktionen und zwar drei jede Runde. Ja, aber ich habe noch nichts gemacht, außer diese Tür Ja, auf. deswegen beruhige ich mich auf, weil du noch nichts gemacht hast. Genau das ist der Auf Grund vier hier, bis Junge. dran. Ich würde hier den W Meter zur Seite gehen, dann hau ich das Ding. Okay, einen Meter zur Seite, dann passt einer nochmal ran. Dann hau ihn. Der Ja. hatte. Das war der mit dem Sturmangriff, ja, okay. Machen wir mal einen Achterwuchtschlag und hoffen, dass wir das Ding noch treffen. Wir Hast du würden das Ding Erschwernisse treffen. von irgendwas? Nee, hast du nicht, ne? Schwungwaffe in der Umgebung. Ja, plus 4 sind das, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Okay, ja, das hätte ich gerade noch so geschafft. Nee, in beengter Umgebung, wenn das zu klein ist, ist es 6. Plus Dann 6, bin ich oder? raus. Du hast eine S-Waffe, ne? Er hat sie Ja. im Halbschwert, er hat sie im Halbschwert. Das, was weiß ich Nee, denn nee, das hier? stimmt nicht. Der Pylos ja nicht. Nee, Oh, der, Pylos, ach stimmt, fuck, genau. ich war noch bei der Bogensichel. Deswegen hat er auch keinen Waffenmeister und keine drei Aktionen. Ah, ich erinnere mich wieder. Richtig. Dann mit einer plus 6, Dankeschön, Diamantis, dann reicht's nicht. Du bleibst an der Metalltür, die du aufgeschossen hast, hängen. Der Pylos kratzt hinüber, ist aus Endurium, und kannst auch harte Risse in dem Metall erkennen. Mit genug Gewalt könntest du da sicherlich auch ein Loch reindrücken. Dann Mendarion. Mein Name bleibt immer noch hinten stehen, der will mit der Sache nichts zu tun haben. Er ist immer noch nicht überzeugt davon, ob man nicht einfach mit den Leuten reden könnte. Aber auf ihn hört ja keiner. 24, hier haben wir das. Ich nutze diese Kampfrunde, um meine Ballistrinas beide wegzustecken. Da brauche ich jeweils eine Aktion für, um die wieder in Holster zu packen, dass sie diesmal nicht fallen. Der Oger. Ich würfel Und tatsächlich jetzt mal eine ich ziehe vor. Klugheitsprobe. Ja. Diamantis, Der wollte noch irgendwas Oger machen? Ja, ist, glaube ich, eine ne freie Aktion, damit Zulamin da auf jeden Fall lang kann. Okay, ich gehe mit zwei freien Aktionen ran. Und der Ogre hat keine Aktion mehr, richtig? Weil er einen Korrekt. Sturmangriff gemacht hat. Er hat auch eine Klugheit gewürfelt, ob er aus dem Raum geht oder in den Raum. Er bewegt sich nicht, er bleibt in der Tür stehen. Hat er schlecht gewürfelt. Ich fange mal mit dem Wuchtschlag plus 4 an und erkunde seinen Rüstungsschutz. Attacke gelungen, dann darfst du Schaden machen. Er pariert nicht. Reicht nicht aus. Das Das sind Ding. 11. Sein Rüstungsschutz ist 4, und zwar durch Gladiatorenschulter und natürlicher Rüstungsschutz. Okay, da müssen wir vielleicht ein bisschen nachlegen. Dann machen wir den zweiten Angriff eine plus 8. Mal 11 minus 4 sind 7. Der geht durch. Und Attacke gelungen, Schaden. Schlecht gewürfelt. Lohnt sich auch immer, 8 plus Trefferzone 8, zu würfeln. 16. 16 minus 4 sind 12. Würfel ich mal zwei Trefferzonen. Es ist ja meistens egal, aber Kopf nimmt man immer gerne. Kopf nimmt ihr immer gerne, klar. Dann ist die Kampfrunde zu Ende. Nein, Mia, ich habe noch eine. du hast noch eine. Ich mache noch einen Angriff. Weil du Ja, plus freie Aktion 8. zur Tür hattest, ja. Genau. Das hat nicht geklappt. Das heißt, du bekommst eine plus 2 auf deine nächste Attacke, ne? Weil Mit vierer dem. Ansage und vierer umwandeln. Kannst sogar Viertel Äh, umwandeln. ich kann frei umwandeln. Ach so, ja, okay, dann vierer Ansage auf die. Ja. So, Mira kann nichts tun. 16, Serpentilio. Sorry, der geht noch die letzten drei Schritte und schaut aber mir über die Schulter. Was dauert denn da vorne so lange? Müssen wir Was? eingreifen oder? Sie sehen. Okay, das war meine Runde. Ich werde Aber dann wohl mir, nächste Runde was aber tun. mir, du merkst, wie der immer noch stinkende Serpentilio von dem Tlalux-Orem auf die Schulter tickt. Nee, das verfliegt wieder. Na gut, und dann nächste Runde tun wir was. Kommt, mir dauert das hier zu doof. 17.
Ja, bin ich dran. Ich bin Stab fallen lassen und meine Ballastrina ziehen. Dauert mindestens eine Kampf. Hast du gerade Stab fallen lassen gesagt? Ja. Hörst du das? Hörst du das? Das ist der ODL, der deine Adeptenlizenz wieder haben will. Ist mir egal. Die Piraten 19, die können nichts machen. Ich muss mal gucken, die würfeln mal auf Klugheit. 4, sie sind klug. Einer hat noch seine Balestrina, die lädt aber nicht durch, ne? Nee, die lädt er nicht durch. Er hier läuft dahin und hilft beim Aufschließen. Der hier weicht zur Seite, der hier weicht zur Seite, der hier läuft die Treppe nach oben. Aber und ist er nicht durch zwei durch mit seinem Sturmangriff? Durch den hier und durch den anderen. Wie haben die Jungs denn das mitgemacht? Die haben auch gerade 20 Damage gefressen. Nee, die haben 6 TP, weil der Sturmangriff war ja nicht auf die, sondern an den, also der hat die halt weggedrückt. Die haben halt 6 SP kassiert dafür. Folgender Kompromiss, vielleicht haben die ja liegend, weil wenn der einfach durchmarschiert, wird die das ja, die machen ja sowieso gerade nicht so viel. Der ist jetzt ja dafür. Ist ja wurscht. Die machen gerade nicht so viel. So, Raffi, 21, stopp ich sie vor. Und zwar möchte ich dich, ich möchte einmal Zulamin hauen. Was vermutlich will die vorher irgendwas tun. Ja. Dann zieh vor oder pariere oder wie auch immer. Ich mache erstmal einen normalen Angriff auf ihn, weil ich habe ja noch die 4er Erschwernis oder... Ja, geben wir uns noch eine 2er Ansage. Also würfle ich mit einer plus 6 einen Angriff auf ihn. Mhm. Und das gelingt. Kannst Schaden machen, er wird einmal dich hauen und einmal Raffim. Das sind 8 plus 7, 15. 8 plus 7, 15? Mhm. Okay, weil da eine 13 steht. 15 minus 4 sind 11. Nächster Angriff. Plus 6. Er blutet schon sehr schwer, hat aber keine Wunde. Mal schauen. Das ist doch gut. Reicht nicht. Schön. Sind 14 Schaden? 10 Schaden. Da war eine 6er Ansage drin. 20. 20. Dann ist er tatsächlich, glaube ich, schon tot. Das ist gut, dann muss ich nicht mehr parieren. Warte mal. 16 und 5 sind 21 und 7 sind 28 und 12 sind 40. Und 11, dann ist er genau auf 0. Scheiße. Ja, das trifft sich gut. Ich hätte wenn gerne mal die Profis ran. 3 bis 6 plus Schießmethode hätte ich dir gerne noch gegeben. Oh, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, bei Raffim, das tut schon weh, aber bei dir macht das schon wirklich Aua. Schade. So, dann war das 1-2 Aktionen von dir? Eine hast du noch. Ja. Käfigtür springen auf. Super. Raffim hat schon gehandelt oder noch nicht? Nee, noch nicht. Ich ziehe mit dem Schwarzoger vor. Er möchte gleich gerne wieder Sturmangriffen. Also dieser hier greift Sturmangriff in eure Richtung. Lass ihn kommen und verrühre ihn. Kannst den Sturmangriff nicht finden. Damit wir wieder da nicht wieder reinkommen. Gemach, ich habe einen Plan. Okay, dann warte ich. Wir haben halt Klugheit 11. So, das ist halt viel, aber das ist nicht ganz. Das ist schon mal mehr, als Jalan jemals hat. Nein, Jalan hat 12. Gut, dann kommt jetzt der Sturmangriff. Und zwar rammt er, ich nehme jetzt den anderen Oger wieder weg, mit aller Gewalt rammt er seinen toten, abgeschnittenen Kumpan durch die Tür. Der hier wird ist das erschwert, weil der Typ mit seinem Wanst im Weg liegt? Okay, erschwere ich nochmal. Der bekommt auch nochmal 6 TP. Dann würfel ich jetzt den Sturmangriff. Das ist erstmal eine plus 4 und dann durch den Wanst nochmal eine plus 2. Dann mache ich keinen weiteren Schaden. Ich mache einen Sturmangriff auf Zulamin, weil das tut weh. 15. Habe ich das geschafft? Plus 4 plus 2 mit einem Punkt geschafft. Wenn es keine Erschwernisse für beengte Umgebung gibt, ist der geht er durch, ja. Mit einer Keule nicht. Du wirst aber ausweichen müssen. Ich kann sagen, dann parieren halt. Nee, sie muss ausweichen, großer Gegner. Ist egal, großer Gegner gilt nur für Angriffe mit natürlichen Waffen. Also es ist nur für dich, der du die Sonderregel hast, mein Junge. Achso, ich dachte, das beengt. Nein, das war noch nie so. Das kriegst nur du so, weil Frost den Bastard ist, der alles durchgehen lässt. Hä? Es ist ein großer Gegner, den kannst du nur ähnlich wie, das ist jetzt kein Drache so, aber Schild parieren kannst du den. Da war ich jemand da raus. Okay, also das klingt jetzt für mich nicht nach einem tollen Plan, aber gegenhalten will ich den vermutlich nicht, oder?
Willst du die Hälfte von drei? Dann kriegt er den Sturmangriffsschaden. Mach es. Warte, na, die fehlt die Distanzklasse dafür. Wieso? Auflaufen lassen kannst du nur auf Höhe. Nee, das kann ich nicht. Das ist richtig. Und wenn du ihn nicht auflaufen lässt, kannst du den Sturmangriffsschaden nicht umkehren. Mach gegenhalten. Alan hat den gegengehalten. Ja, der war auch eine Blechdose. Okay, dann ausweichen. Schade. Plus 4? Distanzklasse ist N, also plus... Aber ich habe eine höhere Inni als er, also kann ich ihn auf der günstigsten ausweichen, oder? Auf deiner. Okay. Na, deiner ist auch N, also plus 4. Du kannst ihn ja nicht auf S abhalten. Ja. Easy. Niemals im Zweifel. Halber gewesen, 15 plus 4 plus 4. Ach, das wäre sogar noch gegangen. Richtig schlecht. 23, ja. Kann sie sogar aushalten. Gut, dann ist er mit dem Sturmangriff dran. Und jetzt darf Rafim handeln, glaube ich, ne? Warte, wo sind wir? Wir waren eben auf der 25, weil ich vorgezogen hatte. Und Zulamin hatte auch schon vorgezogen. Ich glaube, jetzt aber ist Rafim dran. Dann, warte, was war noch eine neue Runde, oder? Nein, 21. Ich hau das Ding, aber ich muss das Ding erst normal hauen, weil ich habe noch eine 8er Erschwernis. Weil ich letztes Mal nicht getroffen habe. Also, das ist meine Erschwernis. Mhm. 24. Wein und ja, die Fackelschuld, dass er ja offensichtlich angegriffen hat, versuche ich ihm nochmal. Ja, machen wir einen 4er Wuchtschlag in ihn rein. Aua. 20. Ja, wenigstens kein Patzer. Kein Patzer. Und dann ist nach Rafim Mendarion, der labert wieder. Der geht, weil er sich alleine fühlt, auch hinter der Ventilator den Gang entlang. Ihr wisst das hier nicht, geheuer. Wer meint das? Ja, man, das kann nicht viel tun. Er muss warten, bis der fängt jetzt nicht an, seine Ballestrina nachzuladen. Ich mache einen freien Schritt hierhin und zünd mir eine neue Zigarre an. Okay. Die Oger sind fertig, Zulamin ist fertig, nächste Kampfrunde. Du hast uns noch übersprungen, oder? Ich hab nichts gemacht. Irgendwie. Ich wollte gerade sagen, deswegen hatte ich ja vorhin angefangen. Du hast uns beide irgendwie vergessen, oder? Ich hab euch beide abgehandelt. Das ist immer noch die gleiche Runde. Das ist immer noch die gleiche Runde. Weil nee. Die Schwarzoger haben die vorgezogen, daraufhin hat Zulamin vorgezogen, dann war ich erst dran. Genau. So. Nächste Kampfrunde, Mira. Mira kann nichts machen, 16 Serpentilio. Ja. Serpentilio richtet sich dann auf, nachdem er von Abel mir dann doch quasi angeschrien wurde. Du da, sagt er zu dem Ogre. Wenn du doch die Güte hättest, umzufallen, danke sehr. Und schmeißt einen Höllenpein hinterher. So, dann wurde ich 14 zweimal Reichweite für die plus 10. Wir müssen nichts qua Zauberdauer machen. So, plus 10, halbiert sich auf. Warte, wir möchten uns tatsächlich doch noch ganz gerne lieber auf eine Aktion runterballern. Nicht, dass der irgendwie hier noch dumme Dinge tun kann. Außerdem kriegen wir dann ja schnell was für. So, wir haben 15, sorry, aber mir, du weißt, was ist Zauberdauer halbieren für eine Schwernis? 5 oder 7? 5. Okay, dann haben wir also 15 halbiert auf 8. Nein, ich versuche nicht darüber hinwegzutäuschen, dass ich mal wieder meinen Zauber nicht finde. Wir haben ihn. 8 Schwernis. Ja. Was? Das so, da sind 16 dann. Ist das richtige THP? DAW? Ja. Ist nicht 22 plus Spezialisierung für Zauberdauer. 22. Well, ihr wolltet, dass ich was tue. Okay. So, er kriegt, wie viel hat seine MR? 5? 5. Nur? 5-8. Aber 8 ist gegen Einfluss, ne? Nee, das erste ist gegen Einfluss, das zweite ist gegen Form. Also das zweite ist gegen Dinge, die deine körperliche Form treffen. Also wenn du ihn verwandeln willst in Frosch. Nur 8, Gott, dann werde ich ja einen Frosch verwandeln können. Egal. Er fällt jetzt um, bekommt jede Runde 11 Ausdauerschaden. Also es ist echter Ausdauerschaden, da geht keine SP raus und er ist natürlich kampfunfähig. Er darf mit einer mit Ausweichen Viertel ausweichen, wenn ihn jemand attackiert. Gut. Dann ziehe ich ihn nach hinten. Nach Serpentilio, Abelmir. Gereicht euch das, Adept? Ja.
Ich habe ja meine Ballistrina mit linker Hand gezogen und ich würde jetzt auf hinten auf einen von diesen Piraten schießen, weil ich habe ja den Höllenbein gehört. Ich weiß ja, dass der Zauber abfällt, wenn man ihn angreift. Die sind außer Reichweite. Die Ballistrina hat eine Reichweite von Ewigleiten. Oh, sorry, die höchste hat 25 Schritt, du hast recht. Genau. Die sind also auf plus 12 für dich. Da liegt dann, ich weiß nicht, was ich ab links dann mit Schießen Abzug bekommen, das weiß ich gerade nicht. Hast du BHK2? Nein. Dann hast du BHK1? Nein. Dann bekommst du die vollen Abzüge. Ja, ich weiß, wie hoch sind die dann? Keine Ahnung. Also, irgendwo zwischen vier links? Ich würfel einfach mal gucken, was rauskommt. Hast du Linkhand? Nein. Dann bekommst du eine plus 9. Ja, das hätte nicht geklappt. Bei 22 nicht. Ja, reicht nicht. Leider nicht. Ja, der Bolzen fliegt sonst wohin. Ja, dann schießt du, kann sich noch rechtzeitig ducken und der Bolzen zersplittert irgendwelche Krüge mit rotflüssigem C-Inhalt. Die Piraten 19. Der eine oben auf der Treppe verschwindet aus eurem Sichtbereich und ist weg. Der andere 1, 2 läuft hier hoch und im Prinzip könntet ihr... das ist der eben gerade... Der läuft hier rein. Und ist damit aus eurer Sichtweite. Der ist aus eurer Sichtweite. Frage. Einen Piraten habt ihr noch. Der Frigisphäre, der jetzt findet, der soll jetzt schon da ein bisschen rutschige Flächen, oder? Auf der Treppe vielleicht auch irgendwie. Auf der Richtig, Treppe. Richtig, es heißt kann auch nicht glatt, es kann gerannt werden. Kann ja. Ich vielleicht noch vor den ziehen, der auf die Treppe rennt? Der hier unten, da darfst du vorziehen, klar. Und zwar, ich habe ausgemessen, ich würde mit einem Sturmangriff an ihn rankommen. Boah, das Problem ist, was uns jetzt killt, ist, du kriegst dann aber auch die Erschwernis, weil der Wanst im Weg liegt. Aber es sind nur zwei Punkte. Körperbeherrschung plus 8. Uff, das sehe ich nicht, aber ich kann es versuchen. Du bist doch die Tänzerin hier. Aber warum muss sie Körper beherrschen, aber der Ogre musste nicht? Ist doch schon wieder zweierlei Maß hier. Weil ich das jetzt erst von mir eingeworfen bekommen habe. Kann ich das auch auf Tanzen würfeln? Du darfst es auch auf Tanzen würfeln, das erlaube ich. Ich bin ein sehr großzügiger Spieler. Das ist slightly besser. Eine Pirouette. Haha! Soll mir genügen, damit darfst du dann auch dich rotschend an diesem Tisch abstoßen und dann in diese Richtung auf ihn stürzen. Benutzt also die eingeeiste Fläche. Ihr könnt auch sehen, hier der Ogre ist ja hier am Rand entlang gelaufen. So, und Zulamin läuft halt direkt dahin zu dem zersplitterten Tisch, stößt sich einmal ab und schlittert dann in diese Richtung. Auf den Knien entlang und dann auf den Piraten hinzu. Klingt sehr elegant. Ich mache eine... In die Seite minus 3. In die Seite minus 3. Dann bleibt noch eine 1er Erschwernis. Dann machen wir noch eine 4er Ansage, dann ist das eine plus 5. Hast du deine plus 2 von vorhin schon ausgeglichen? Ja, schon lange. Schon okay. Weg, ja. Okay, das ist 4 plus 5, aber er kann ja parieren, wenn er möchte. Er pariert nicht, er läuft. Okay. Er will 4 plus 5 anyway. Ist 9 und 9 plus... Das macht 19. Naja, er hat ja seine Aktion angesagt und Zulamin zieht vor, also kann er da jetzt nicht nochmal irgendwie... Ja, also deswegen sage ich ja, er will laufen, aber wirklich dahin kommt, das werden wir dann sehen. Ist das nur 10 Schaden? 19. 19? Ja. Okay, Wunde. Dann macht er eine Selbstbeherrschungsprobe. Das ist nur eine Wunde? Doch, da sind zwei Wunden, aber er muss aber er schafft die Selbstbeherrschung. Welche TZ war das? Wohin? Ins Bein oder? Moment. Weil es gibt hier keine gute für ihn, außer vielleicht der Arm. Bein wäre. Torso. Torso, das ist gut für ihn. Nein, das ist extra Schaden. Den kriegt er Zusatzschaden, aber er kann laufen. Ja, ich habe noch eine Aktion. ja, die kriegst du auch noch vor seinem Gelaufe weg. Ja, tatsächlich. Aber nee, du hast einen Sturmangriff gemacht. Ach so, ja, doch. Das ist eine echte Aktion. Ja, das hatten wir eben. Ja, ist richtig. Eben gerade diskutiert. Gut. Ist doch schön, wenn die Aktionen der Vergangenheit einen heimsuchen. Wie angeschlagen ist der so? Was hast du jetzt gemacht? Er hat 19 gekriegt durch meinen Angriff. Und minus 3 sind 16 und 5 durch den Frigi. Und vergiss nicht, 2W6 durch 2 Torserwunden. Okay, ich lese, er braucht nicht mehr viel. Ich mache eine 4er-Ansage. Mach nochmal die 2W6, bitte. Für den Torso-Schaden.
Wir haben ich bin nicht überzeugt, dass ihn das nicht umlegen könnte, wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, geht das sogar, aber... Ja, deswegen weiß ich, deswegen hämmer ich drauf ein. 11, jetzt wird es langsam knapp. Nee, ignoriere die 4, die war schon für den anderen Wurf eingegeben. Also es sind nur die beiden Würfel, also 7. 7, also wird trotzdem langsam knapp. Ja, gut. Ist er unter 5? Ist er eisern? Nee, ist noch nicht unter 5. Er ist eisern, er ist ein Pirat. Gut, dann kommt jetzt der Wurfschlag 4. Ja, das wird wahrscheinlich reichen. Ja, das reicht. Gut. Zustand. Tot. Ja, und es ist leider nichts, weil der andere davon gekommen ist. Dann müssen wir auch den Kampf mit den anderen beiden nicht auswürfeln. Ihr könnt also in den Raum hineinpreschen und beschreibt gerne den restlichen Kampf. Mir egal, wer oder wie. Pirat haben wir noch und Ogre haben wir noch. Ich wollte gerade sagen, Serpentilio kommt dann irgendwie hinter den anderen rein. Hätte dann nicht jemand die Güte, den Ogre abzustechen? Der wird nicht ewig liegen. Weil wir können ihn nicht schreien hören, denn er ist, glaube ich, in den Dings gefallen. Ja, er ist blind, wird genau. Der andere, der Blinde, ist schon tot. Der hier zuckt und kreischt, nur dass man es nicht hören kann, und rutscht dementsprechend auch auf dem Eis aus. Versucht sich halt panisch und krampfhaft wieder aufzurichten, was ihm natürlich nicht gelingt. Mir Marionette. Ja, schrecklich unsubtil, findet ihr nicht? Ich liebe diesen Zauber. Ich nicht. Naja, durchaus was Sympathisches, aber ich geh mal den Piraten da hinten hier an. Nun, da soll niemand dem Dämonenmeister nachgesagt haben, dass er sich ineffektive Zauber hat einfallen lassen. Ich würde den Silentifrein fallen lassen, wahrscheinlich dann, um besser zu kommunizieren. Das wird nicht besser, dann haben wir einfach den schreienden Ogre im Ohr. Ja, wenn Rafim jetzt geht, dann würde ich mich um den Ogre kümmern. Also Zulamin wirft erst noch einen Blick die Treppe hoch, weil, ja, da fehlt einer. Aber geht dann hin, um den Ogre abzustechen. Ja, Rafim, du kannst in aller Ruhe dem fliehenden Piraten verfolgen. Er kommt hier höchstwahrscheinlich nicht raus. Es gab einen Geheimgang, den habt ihr genutzt, und die Treppe nach oben hat er nicht genommen. Dementsprechend ist er in dem westlichen Trakt wohl höchstwahrscheinlich verloren. Und nachdem du an einigen Zellen vorbeigegangen bist, an denen zwar keine Einwohner mehr sich befinden oder keine Insassen sich befinden, beschriftet sind sie wohl aber immer noch mit Gero von Hartheide, Udalbert von Wertling oder Rabenmund, kannst du ihn dann in einer der einzigen aufgeschlossenen Zellen finden und ihn mit wenigen Stichen niedermachen. Oder willst du ihn am Leben lassen? Ist ein guter Punkt. Warte. Ich lasse ihn am Leben. Gut. Ja, dann schlägst du ihm deine Panzerhandschuhe ins Gesicht, der verliert das Bewusstsein, und du schleifst ihm dann am Fuß zurück zu den anderen. Ja, Zulamin wartet da schon. Einer ist entkommen, er ist nach oben. Ja, ich habe einen neuen Freund gefunden. Hätten wir ihn nicht sofort verfolgen sollen? Naja, jetzt zumindest. Er war schon weg. Und? Das hier ist ein Verhängnis. Ich gehe mir nicht davon aus, es wird mehr als einen Eingang geben. Ich dachte, es geht ja darum, dass jetzt oben noch eine Handvoll Ogre auf uns warten wird, mit gewetzten Messern und allem. Ja, da können wir wohl nicht außerordentlich viel gegen tun. Nun, ihr hättet ihn sofort verfolgen können. Hätte ich ja gern gemacht, wenn Rafim mir nicht im Weg gestanden hätte. Naja, das nächste Mal können die ja dir mit dem Ballastrinas ins Gesicht schießen. Aber ich würde tatsächlich meinen Freund erstmal hier vorne mit hinnehmen und ich lerne ihn jetzt mal kennen. Rafim? Bist du sicher, dass das jetzt der Zeitpunkt ist? Ich nehme an, dass gleich Ogre von oben kommen. Nun, ihr könnt uns zumindest sagen, wie viele noch hier sind, hm? Richtig, das ist auch mein Plan. Ich möchte den Herrn wieder wach machen. Hallo, hallo, aufwachen. Du hast meinen Kiefer gebrochen. Du hast mir ins Gesicht geschossen. Hab ich? Ach so, ja. Ja, ne, guter Punkt, hab ich auch gedacht. Hey, nicht töten, ja? Ja, wenn du mir sagst, was ich hören willst, dann ist es gleich. Ich sag dir alles. Ja, Mann, ja, das habe ich mir gedacht. Wie viele Ogre sind denn hier noch? Jetzt hier gerade keiner mehr, aber Gondrik ist in der Stadt, der ist in Rolat. Ja, wo sind die restlichen Gefangenen?
Die meisten sind gefressen. Die anderen findest du... Also hier in diesem Trakt haben wir nichts. Der ist leer. Aber in dem anderen sind noch welche. Ihr seid aus Süden gekommen, dann... Da sind die meisten und die anderen haben wir im Osten. Ja, und was ist oben? Oben ist der restliche Gefängnis, Verwaltungstrakt. Aber da sitzt keiner mehr. Die Zellen sind alle hier. Oh, danke schön. Ich möchte mir sein Geldbeutel greifen. Wirklich, du raubst den Mann noch ja, aus? Möchte ich. Aus Nostalgie, so wie mit 500 AP damals, weißt du? Geld oder Leben? Ach was, ich nehme beides. Würfel mal 3W6. Ich möchte mir seine Silber einstecken. Das hat er sich verdient. Glaubst du, er hat Silber? 8 Silber. Ja. Ja, ich möchte die 8 Silber einstecken und dann die Tür hinter mir zuschlagen. Oder kann er das weiterleben? Schießt du auch zu, oder? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es ist Rafim egal. Wenn er glaubt, er kann da rauslaufen, soll er gerne kommen. Naja, es kann ja sein, dass du ihn einschließen willst, weil wenn du nicht aufschließt, dann stirbt er da drin. Okay, nee, ich schlag einfach nur die Tür zu, wenn der da jetzt, also ich schließe nicht mit Absicht die Tür ab, nein. Okay. Frosty, der stirbt nicht da drin, der stirbt, wenn der nächste Ogre hungrig wird. Na, das ist doch mal eine Fälle. Ein Ogre gibt's noch.